So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, da ist die Shenaya. Guck dir das an. Wir sind Teil 2 von der Professor Willow Forschung. Wir stehen hier in Hibuhausen vor so einem Ärzte-Ding, Ärztehaus, alles. Da hinter mir ist wie so eine Ruine mit so einem Keller. Da ist so ein Wappen, da ist alles Mögliche. Das ist aber jetzt uninteressant. Wir stellen es mal noch ein Stück runter, denn wir haben ja die Professor Willow Forschung angefangen. Wir haben die ersten 2 Kapitel gemacht im letzten Video. Es gab eine Medaille dafür. Es gibt 6 Promocodes dafür, die wir verlosen werden dann am Ende. Wenn wir die Kapitel alle durch haben, 6 Leute von euch können also diese Forschung gewinnen, diese Medaille gewinnen, diese Forschung nachmachen. Und Grüße gehen raus und nochmal Dankeschön an iScorp Jens, der das gesponsert hat, der mir diese 6 Codes besorgt hat. Danke nochmal an Sina, also an Zelda, die mir die Professor Willow Karte besorgt hat. Hast du die zufällig nochmal griffbereit, dass ich die nochmal zeigen kann? Die hat die mir beim GoFest gegeben, weil sie da eine bekommen hat. So sah die dann also aus, eine Sammelkarte von Professor Willow und da war ein Code drauf, mit dem ihr diese Forschung bekommen habt. Jetzt gucken wir uns mal Kapitel 3 an, was es da so gibt. Wir drücken jetzt die Texte durch, was bestimmt sehr traurig ist, weil ihr bestimmt vom Schilling kennt, dass der das vorliest und ihr dann genau wisst, wie die Entstehung eines Labras funktioniert. Ich möchte euch aber einfach die Aufgaben zeigen. Brüte 5 Eier aus. Oh mein Gott. Tausche ein Pokémon, schicke 5 Geschenke an Freunde. Da sehe ich jetzt schon 2 Probleme, nämlich 5 Eier ausbrüten. Obwohl, na gut, ich habe glaube ich lauter 2 Eier hier. Jetzt muss ich mal schauen. Da muss man doch wohl mal Brutmaschinen investieren. Dann Eier ausbrüten, sind es halt 5, 2 Kilometer Eier, was weiß ich. Die werden ausgebrütet. 5 Geschenke schicken ist vielleicht noch ein Problem, weil ich glaube, ich habe meine Geschenke für heute alle schon weg. Aber der Buddy kann ja noch mal 5 finden. Wenn der 5 findet, können wir es heute noch weitermachen. Wenn nicht, muss ich bis 0 Uhr warten, bevor wir weitermachen können. Tauschen machen wir dann auch, aber erstmal nach Geschenken suchen und Eier brüten. So, vielleicht hört ihr ja das Meeresrauschen hinter uns, hinter mir und hinter uns. Das ist uns. Moin. Und das ist mir. Wir laufen nämlich jetzt noch ein paar Parkrunden, bis die Eier aufgehen. Ich habe 2 Kilometer Eier rein und ich habe nicht nur 5, ich habe sogar mehr. Kann ich jetzt nicht zählen, es ging zu schnell. Denn das waren 6 in einer Reihe und 1 unten, also 7. Statt 5 Eier brüten wir gleich 7 Eier, 2 Kilometer Eier. 2 zu 4. Och, da geht's auch schon auf. Das ist sehr schön. Das heißt, während wir laufen, drücke ich schon mal drauf. Wir können jetzt hier nochmal drauf drücken, da geht es schneller. Wir haben einen Arktipp. Das nächste musst du sagen, was es ist. Ein Mangunior. Mangunior. Jetzt wieder ich. Oh ne, sag du. Imantis. Ich kenne den Namen nämlich nicht. Imantis. Dann jetzt aber ich. Knospi. Knopsi, genau. Cosilla. Cosilla am Start. Pass, ach nee, doch. Ja, Rosana Cosilla, passt. Und noch hier ein Mangunior. Man muss ja nur warten, bis die Bonbons dastehen. Dann kann man es ja eh einfach vorlesen. Noch ein Cosilla. Und noch ein Cosilla. So, das waren jetzt 7 Eier. Ich gehe jetzt mal hier drauf, bewerte die auch mal ganz kurz. Vielleicht ist ja irgendwas Gutes dabei gewesen. Nee. So ein 100er Cosilla wäre cool. Habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Jetzt habe ich hier die Eier gebrütet. Jetzt müssen wir noch ein Pokémon tauschen. Shenaya, magst du mal in den Tauschbildschirm gehen und mal tauschen? Ich gebe dir einfach einen Cosilla. Das letzte ist, was ich gerade gesehen habe hier. Euch zeige ich so lange noch mal hier. Da ist überall Wasser. Da ist eigentlich ein kleiner Bach, aber irgendwie ist gerade alles überschwemmt. Deswegen sieht es jetzt so heftig aus. Da vorne ist die Brücke, die Golden Gate Bridge. Hier ist der Rest vom Kanal, wo man immer Boot fahren konnte. Da sind auch Enten, die seht ihr vielleicht jetzt nicht. Und ich, oder warte mal, du hast doch einen Labras bekommen. Ja. Ja gut, das bringt jetzt nichts, wenn ich dir jetzt einen Labras für den Labras gebe. Für XL, das ist ja aus dem gleichen Ort. Wir können ja trotzdem Labras. Auch wieder wahr. Ich gebe dir jetzt einen Cosilla. So, weil das kommt ja aus Eiern, die von woanders vielleicht, weil das ist ja hier Ahorn Bayern. Aus Eiern, deswegen kriegst du jetzt das und ich krieg einen Hund.
Da wird auch der Hund in der Pfanne verrückt. Jetzt macht die noch ein FM draus. Da muss ich los. Jetzt macht die ein Merrill draus, ein Azurill. Also, keine Ahnung. Ich hau jetzt. Jetzt ist es ein. Was machst du denn? Wie viele Pokémon willst du denn noch durchwechseln? Hallo. Jetzt habe ich doch eh keinen Labras genommen. Bruder Jakob. Ich werde mich jetzt hier einfach an diesen Baum hängen. Also die Kamera. Denn ich muss ja noch. Kannst du das mal kurz halten? Ich muss ja noch 5 Geschenke verschicken. Das kriege ich nicht hin, wenn ihr das so seid. Also hänge ich euch jetzt hier an diesen Baum. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Sieht, ich glaube, es sieht gut aus. So, jetzt hast du mir einen Milzer gegeben. Jetzt müssen wir das Milzer mal bewerten. Hier ist ein Loch, wo man reinfällt. Vorsicht, Loch! Ich gebe da jetzt nämlich ein interaktionsfähig und schenkbar. Dann habe ich Leute, mit denen ich noch nicht interagiert habe, die also ein Geschenk noch vertragen können. Da habe ich hier Meisterfänger. Ja. Drück mal hier mal so. Steinbrunn, Haus Sophie. Anpinnen, abpinnen, wunderbar. Ein Geschenk verschickt, dann haben wir Luigi Sarada. So, an- und abpinnen, zack. Geschenk verschickt. Meri steht hier, zack. Geschenk verschickt. Jetzt bin ich raus. Jetzt muss ich nochmal drücken. Prinzessin. Geschenk verschickt. Eigentlich braucht man jetzt ja gar nicht mehr an- und abpinnen, weil man kann ja nur 3-mal an- und abpinnen, dann geht ja nichts mehr. Und Pokehandler kriegt das letzte jetzt. An- und ab- und weggepinnt und fertig. So. Jetzt gehen wir hier drauf, holen uns die Brutmaschine ab, die es gerade gibt. Ja, das sieht aber wieder mal. Dann holen wir uns die Pokémon-Belohnung ab. Haben ein Magnetilo. Bist du auch soweit? Ja, ja, ich hab's alles schon abgeholt. Hast du geguckt, ob was Gutes dabei war? Bislang war noch nichts Gutes dabei. Es ist kalt an den Händen. Magnetilo werden wir direkt mal bewerten. Nee. Nicht? Gut, also, dann bewerten wir es halt nicht. Genau, nee. Bewerte es bloß nicht. 14, 14, 13. Naja, bewerte es nicht. Dann ein Fritzelbitz. Also irgendwie Stahl, Elektro, gerade im dritten Kapitel. Okay. Wahrscheinlich für Spark. Nehmen wir hier dazu. Gelben Leiter hier. Wieso? Was ist mit dem? Naja, so hast du etwa andere Pokémon oder was? Oder Standard, jetzt kriegst du Spark-Belohnungen. Nee, soweit ich es verstanden habe, irgendwas hat der Professor zu den 3 Teamleitern erzählt. Ach, du hast gelesen, was da steht? So ein bisschen, ja. Was ist denn los? Ist dir langweilig? Da liest sie einfach. Und ein Elektek. So, wenn ihr Pause gedrückt habt, habt ihr das vielleicht gelesen? Ach weil nee, warte mal. Erzählt, Lapras ist das Lieblings-Pokémon von Blanche. Blanche. Und Elekid ist das Lieblings-Pokémon oder beziehungsweise Partner-Pokémon von Spark. Das ist auch schlecht, geht also auch nicht. Ihr könnt auch nicht Pause drücken, ich habe es gar nicht aufgenommen, aber ihr könnt die Forschung gewinnen und dann selber lesen, was da steht. Jetzt gehen wir also aufs nächste Kapitel. Die Genia hat es euch vorgelesen, gedanklich. Ja, und wir haben Kämpfe 5-mal in der Go-Kampf-Liga. Da gibt es 3 Raid-Pässe. Gewinne 5 Raids. Löse bei 3 Pokémon die Mega-Entwicklung aus. Ich glaube, wir müssen es morgen weitermachen, weil heute Abend, bei uns ist heute Mittwoch, heute Abend ist die Raid-Stunde, da kann man 5 Raids machen. Dann können wir aber die Aufgaben nicht weitermachen. Ist eigentlich nicht so gut. 5-mal Go-Kampfliga, 3-mal Mega-Entwicklungen. Ich mache jetzt einfach eine Mega-Entwicklung hier, und zwar gehe ich da auf Mega 3. Da können wir ja ein was kostenlos machen. Was braucht man denn gar nicht? Wir brauchen gar nicht dieses shiny Mega-Bibor. So, haben wir eine Mega-Entwicklung schon mal gemacht. Vielleicht können wir mal gucken in der Gruppe, vielleicht finden wir 5 Regi-Ice-Raids, die wir schnell machen mit Einladungen, richtig dick. Und dann müssen wir nur noch GBL kämpfen, den letzten Raid, und dann schaffen wir es vielleicht doch noch vorher, wenn wir Glück haben. Mal schauen, bis gleich. So, wir sind zurück. Ihr seht, es ist schon ein bisschen dunkel geworden. Das Geniale ist, ihr seid jetzt hier an so einem Kleidungsständer, das heißt, man kann euch einmal so hier rundherum drehen. Hey! Nicht zu schnell, sonst wird ihm schlecht. Und dann muss man aber wieder anhalten, dass ihr wieder hier seid. So.
Wir haben jetzt 5 Raids gemacht. Erstmal, Dankeschön. Das versuche ich irgendwie einzublenden. Wenn nicht, zeige ich es euch einfach. Dieses Regieis kam jetzt von Luderstadt Wittenberg. Und das hat seinen Ursprung, mal Werbung für die Raid-Gruppe machen. In der Raid-Gruppe hat nämlich der Kaiser Kai Raid gepostet hier. Kaiser Kai lädt ein und Kutter lädt ein. Was ist das? Danke nochmal fürs 98. Ja, leider schlechter Angriff. Kaiser Kai 16:30 mit Kutter. Wir zwei haben Kutter geedit. Kutter hat eingeladen. Wir haben den Raid mit Kaiser Kai dabei gemacht. Da waren auch hier Badhead und alles dabei. Badhead, krankhaft, der rote Fuchtel, Hitne, Netghost, Ichtodomo, Sig is my name. Die waren alle dabei. Das war richtig toll. Dafür eignet sich die Raid-Gruppe. Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch bei Raids eintragen, wenn irgendwo einer gemacht wird und ihr da mitmachen wollt. Und wenn ihr einen habt, könnt ihr den da rein posten und dann habt ihr vielleicht auch Mitspieler. So, dann haben wir die Zeit genutzt, ein bisschen GBL zu spielen, denn den haben wir zu Hause gemacht, den Raid uns einladen lassen. Haben GBL gespielt und jetzt muss ich noch eine Mega-Entwicklung machen. Und bei uns ist immer noch Mittwoch, heute Abend ist immer noch Regieis in der Raid-Stunde. Und ich möchte eigentlich immer die Bonbons boosten, deswegen werde ich jetzt einfach ein Stufe 3er Mega Rex Blizzard entwickeln für die Aufgabe, dass Eis geboostet ist und er dann mehr Bonbons abwirft. Wir stehen hier übrigens vorm Ross, nee, nicht Rossmann. Was ist? Taco. Nicht Burrito, nicht Nacho, es ist Taco. Und jetzt sind die Aufgaben fertig. Hier gibt es also 3 Raid-Pässe. Hier gibt es eine Pokémon-Belohnung. Die Shania hat, glaube ich, schon wieder alles abgeholt. Ich habe einen Hunduster. Ach so, ja, die holt auch gerade ab. Ja, genau. Richtig genial, die holt gerade ab. Wenn ihr auch abgeholt werden wollt, schreibt es mal in die Kommentare. So, so, so. 15, 15, 11. Genial. Und kannst du gleich verschicken. Und ein Schneckmark. Und da fällt auf, das ist alles Feuer und Rot. Also wie die 3 Teamleiter. Hat die Shania wahrscheinlich recht gehabt, dass der Professor irgendwas erzählt hat vom Pferd. Genau, und da ist auch das Galopper. Was, 11, 10, 12. Ach, du hast jetzt schon wieder gespoilert, dass jetzt hier ein Galopper rauskommt oder was? Jetzt gucke ich mal, was hier rauskommt und es ist ein, oh, es ist ein Galopper. Damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet, nachdem die Shania es eh schon verraten hat. Es waren jetzt aber 2 Kapitel in dem Video, also die Nummer 3 und die 4. Die 5 und die 6 kommen im 3. Video. Und denkt dran, ihr könnt diese 6 Promocodes gewinnen, dass ihr auch die Forschung kriegt, diese Encounter, die Items. Das hat 13, 12, 15. Wie es jetzt also weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber ich glaube, die Anmoderation dazu mache ich eigentlich auch hier, weil hier ist wenigstens noch Licht. Dann bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, eure Shania. Und euer, und euer Pikachu. Stell dir den. Jo, ciao.